Hallihallo und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und ich hoffe natürlich, dass es allgemein einfach besser wird als letztes Jahr. Das war ja doch ein ziemliches Scheißjahr. So, aber ja, ich mache halt fein weiter mit meinen Biertastings hier. Und wir starten ins neue Jahr mit einem Session IPA von Mikkeller. Das Polar Swedish Bier, also ein. Ich weiß nicht, warum das Polar Swedish Bier heißt, von der Brauerei aus Dänemark. Kann ich nicht sagen, aber wir werden es auf jeden Fall jetzt mal testen. Gieß mal das ein. Und farblich. Boah, da kommt gut Schaum raus. Das schäumt ordentlich, wie ihr seht. Farblich sieht man, das geht wohl in Richtung New England, das Ganze. Also ein Session Nipa. Dann schauen wir mal, riechen wir mal dran, was einem in der Nase so entgegenkommt. Oh, richtig schön zitrusfruchtig haben wir. Zitrone. Etwas Grapefruit. Ja, ein schöner Obstkorb auf jeden Fall im Geruch. Zitruslastiger. Den machen wir weiter. Noch was rein. So, dann probieren wir das Ganze mal. Ja, ist auf jeden Fall erfrischend. Ist halt ein Session IPA, hat nur 3,5 Umdrehungen. Das ist jetzt, denk mal, was ganz gut im Sommer kommt, so als Erfrischung. Hat man auch richtig schön den Zitrus-Geschmack drin vom Aromahopfen. Doch, das ist auf jeden Fall gut. Gefällt mir. Schönes Session IPA auf jeden Fall. Was man wirklich, ich glaube, wie gesagt, ja, im Sommer sicherlich eine richtig schöne Nummer. Passt.